When I can't find the words, I just go. Got it in my gut, and I don't 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 got it in my gut, and I don't. Ich bin's, eure Anna Maria, und heute habe ich wieder ein neues Video für euch. Und zwar zeige ich euch in diesem Video meine absoluten Summer Favorites. Und deswegen habe ich gerade meine Sonnenbrille auf, um euch so ein bisschen das Gefühl von Sommer zu vermitteln. Ja. Spaß. Dieses Video habe ich diesmal etwas anders gestaltet. Und zwar habe ich meine Favorites in 10 Kategorien eingeteilt. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Wir fangen natürlich mit den Beauty-Favoriten an. Und da habe ich diesen Sommer 2 für mich entdeckt. Und zwar als allererstes den Daryl Push-Up Liner von Benefit. Aber nicht der ganz normale in Schwarz, sondern der in Lila. Wie ihr vielleicht auf ein Cut mitverfolgt habt, war ich auf dem Benefit-Event und da habe ich diesen lilanen Liner für mich entdeckt und ich finde den wirklich mega, mega schön. Und als zweites habe ich die Daryl Mascara von Benefit in der Farbe Blau für mich entdeckt und schaut euch mal dieses Blau an. Vor 2 Jahren waren bereits die blauen Mascaras total in. Jetzt sind sie wieder zurück und ich liebe sie einfach, weil es einfach so, so fresh aussieht und auch mit dem lilanen Liner sehr, sehr gut harmoniert. Und deshalb gehören sie zu meinen Summer Favorites. Mein Alltagsfavorit hat mich auf der Berliner Fashion Week wirklich gerettet, Leute. Und zwar ist es dieses Blasenpflaster von Hansaplast. Ich glaube, einige von euch kennen das, wenn man zu lange auf High Heels läuft, wenn man Sandalen trägt oder einfach neue, noch nicht eingelaufene Ballerinas. Man kriegt einfach Blasen und genau das gleiche ist mir auch auf der Fashion Week passiert, weil wir wirklich so, so, so lange auf High Heels unterwegs waren. Das Pflaster sollte ich auf jeden Fall auf saubere, trockene Haut aufkleben. Also die Haut darf auf keinen Fall irgendwie eingecremt sein, weil sonst löst sie sich schneller und hält halt eben nicht so lange. Damit könnt ihr auch problemlos duschen oder schwimmen gehen, weil das hält sicher und fällt nicht ab. Und wenn ihr das auf die Blase aufgetragen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall problemlos wieder in den High Heels schlüpfen können und Sandalen oder eure Ballerinas tragen können, weil durch das Aktivgelpolster lindert es den Schmerz. Das hat mir auf jeden Fall die Fashion Week gerettet. Mein absolutes Fashion Favorite diesen Sommer sind die hier, und zwar sind es Birkenstocks, und ich weiß, viele können sie vielleicht gar nicht mehr sehen, weil sie einfach jeder trägt, aber ich finde sie einfach so gemütlich und es passt einfach zu fast allen Outfits eigentlich, und deswegen trage ich sie zurzeit jeden Tag. Mein Lieblingsaccessoire diesen Sommer ist diese Brille hier, beziehungsweise allgemein diese Colored Brillen. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall die mit diesen farbigen Gläsern. Ich finde die einfach mega cool. Die sieht einfach direkt viel, viel sommerlicher aus durch diese Farben und dieses Reflektieren und Rainbow Glas. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Es sieht auf jeden Fall mega cool aus. Kommen wir zu meinen absoluten Lieblings Songs, und ich würde sagen, ich zeige sie euch jetzt einfach mal. Sag zum Mikro, dass sie nie, denn er float wieder wie dieser Hauptwald außer dem Bau, Daddy Peace, das ist easy. Schon du heißt Sis, aber ist mir egal. Ich nenn dich lieber Sunny. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare eure absoluten Lieblingssongs diesen Sommer. Das würde mich echt mega interessieren, und ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Das hier ist
mein absolutes Lieblings-Hairstyle diesen Sommer. Und zwar ist es einfach mega, mega gut für Hitze geeignet, weil die Haare einfach aus dem Gesicht sind. Du hast keine störenden, fliegenden Haare, wenn Wind kommt, und es sieht einfach mega schön aus, passt zu allem. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich diese gemacht habe, weil die wirklich auch super schnell geht. Sportfavorit kennt ihr, glaube ich, alle, und zwar ist es das hier. Preparate! Ihr wisst, das ist meine Lieblingskategorie, und zu meinem Summer Favorite Food oder mein absolutes Summer Essen gehört einfach Frozen Joghurt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Frozen Joghurt ist irgendwie total beliebt geworden, und ich habe das früher schon so, so gerne gemocht. Es ist einfach mega erfrischend mit den ganzen Früchten des Frozen Joghurt. Ich liebe Frozen Joghurt einfach total und alle meine Freunde auch. Kommen wir zu meiner Lieblings-App diesen Sommer, und da musste ich wirklich so, so lange drüber nachdenken, weil ich meine, ich habe meine All-Time-Favorites-Apps wie jetzt Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, also meine ganzen Social-Media-Apps sozusagen, die sind natürlich immer auf Nummer 1, aber ich musste echt ein bisschen länger drüber nachdenken, was mir so diesen Sommer, also welche App ich diesen Sommer so oft verwendet habe, weil ich bin keine Person, die auf meinem Handy so Spiele spielt. Ich habe wirklich gar keine Spiele auf meinem Handy, ob ihr es glaubt oder nicht. Und da ist mir eingefallen, dass ich diese App, die Trainings-App, wirklich sehr, sehr oft verwende, weil ich habe die schon vor 2 Jahren benutzt und ich benutze sie heute immer noch, weil man kann sie einfach überall verwenden, wenn man ein bisschen aktiver sein möchte und ein bisschen mehr was für sich machen möchte, dann kann ich die echt nur empfehlen. Also ich verwende sie echt wirklich sehr, sehr gerne. Man hat sie halt einfach immer dabei. Man kann sie zu Hause machen, man kann sie draußen verwenden, und die ist auch kostenlos. Aber ich habe jetzt bei meiner App habe ich ein Paket sozusagen dazu gebucht, dass ich einfach viel mehr Workouts habe, weil ich die Apps schon so lange verwende, und ich dachte mir, okay, ich probiere jetzt einfach mal andere Übungen aus. Und die Übungen sind wirklich sehr, sehr vielfältig, die haben ein sehr großes Sortiment an Trainingsübungen, und Also falls ihr Bock habt, könnt ihr es auf jeden Fall mal ausprobieren. So, das waren meine absoluten Summer Favorites. Und wenn euch das gefallen hat, wie ich das Video so aufgebaut habe, dann würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mich das wissen lasst mit einem Daumen nach oben. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was so euer absoluter Summer Favorite ist. Und natürlich, was euer Lieblingssong gerade ist. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, und schaut euch auf jeden Fall mein letztes Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Ciao!